dem Video geht es um die Heckscheibenwischer-Reparatur. Es gibt im Grunde genommen drei Hauptgründe, warum der Heckscheibenwischer nicht funktioniert. Das wäre das Relais vorne, dass das nicht richtig arbeitet. Dann dieser Motor hier und dann die Mechanik, die kaputt sein kann. Und wie das so ist, T4-Teile sind ja schwer zu finden zunehmend. Und im Original, wenn es die noch bei Classics Parts gibt, kosten die ein Vermögen. Und da habe ich mich halt mal auf die Suche begeben, was es da für Möglichkeiten gibt. Und siehe da, im 2er Golf ist exakt der gleiche Motor verbaut. Der hat auch also wirklich genau die gleichen Anschlüsse, die man braucht. Und ja, das heißt, man muss jetzt die Mechanik ausbauen, wo der Motor dranhängt, weil man kommt an die obere Schraube nicht ran, um den Motor bzw. die drei Schrauben abzumachen, um diese Kompletteinheit rauszunehmen. Und das wäre quasi das Einzige, was man machen müsste, aber dafür muss man jetzt den ganzen Kram ausbauen und das kommt jetzt mal als Nächstes. Also in dem Video geht es nur um die Reparatur von dem Heckscheibenmotor und nicht darum, wie man die Verkleidung abbaut. Das ist nochmal ein eigenes Thema für sich und einfach mal oben in die Beschreibung gucken und dann könnt ihr da sehen, wie man die Verkleidung abbaut von dem Multivan. Aber ja, hier geht es jetzt erstmal nur um den Heckscheibenwischermotor. Was man also zuerst machen muss, ist diesen Heckscheibenwischer zu entfernen, damit man die ganze Stänge und den Motor innen drin ausbauen kann. Und da ist diese Kappe hier oben drüber, wo nicht nur das Ding verschraubt ist, sondern auch der Sprüher ist für die Waschanlage. Und das bietet sich an, das hier vorher mit Silikonspray irgendwie einzusprühen, damit es wieder gängig wird, weil manchmal ist das verkeimt und dann zieht man da dran und dann kann das leicht abbrechen. Aber wenn das gängig ist, dann kann man das hier so zur Seite klappen. Und hier hinter ist eine 13er Mutter. Und hier ist dieser Sprühkopf und jetzt muss man direkt aufpassen, die Gefahr besteht, dass wenn man den Heckscheibenwischer abmacht, dass man dann diese Teil hier abbricht, weil das ist nur aus Kunststoff. Was man machen kann, ist das Teil rauszuziehen. Ja, das hat hier so eine Nase, man kann das halt tatsächlich ganz gut rausziehen, aber es kann halt auch sein, dass das fest ist und dass das nicht rausgeht. Also man muss es nicht rausziehen, aber wenn man es nicht rausziehen kann, dann ist es tatsächlich das Beste, wenn man sehr, sehr, sehr vorsichtig ist, während man das hier abmacht, damit man das nicht abbricht. Weil ich weiß nicht, ob man das überhaupt noch nachrufen kann. So, nachdem man das ab hat, macht man die Schraube lose. Wie gesagt, eine 13er Mutter ist das, relativ unkompliziert. Und last but not least muss man halt den hier abbekommen. Der ist halt hier mit durch die Mutter, ist der hier mit ein bisschen Druck drauf. Man kann hier vorsichtig mit einem 13er Schlüssel drunter gehen, wenn dahinter hier noch ein Platz ist. Ansonsten irgendwie einen größeren nehmen und versuchen, den ganz vorsichtig abzuhebeln, während man ihn sozusagen hier so ein bisschen in Position hält, damit man dabei die Winde nicht ruiniert. Also den hier sozusagen hier so ein bisschen ankippen. Dann halt hier in meinem Fall mit einem 13er Schlüssel drunter gehen. Vorsichtig abhebeln. Ja, und wie gesagt, zweifelsfrei was Größeres oder mit dem Schraubenzieher, aber vorsichtig dabei sein. Ja, und dann ist er ab und ja, dann hat man den Arm schon mal in der Hand. Was man als Nächstes machen muss, ist diese Mutter hier zu entfernen. Da ist dahinter noch so ein, ein Flansch, dass das irgendwie richtig in die Heckklappe drin passt. Und das ist ein 22er Schlüssel. Also Schlüsselweite 22 passt wunderbar. Wenn ihr habt sozusagen einen Ring-Maulschlüssel, das bietet sich bei so einen Sachen immer am meisten an. Da kann man nämlich am wenigsten die Mutter bei ruinieren. Schraubt da raus. Dann kommt es drauf an, wie fest das ist. Ich kann jetzt in meinem Fall, kann ich hier diesen Dichtring schon abnehmen. Und ist aber nicht in jedem Fall gegeben. Der ist leicht konisch, also sozusagen der läuft hier hoch zu. Das sozusagen soll das gleicht halt die Schrägheit der Heckklappe aus. Macht vorher ein Foto, wie der bei euch dran war, damit ihr wisst, wie ihr den danach wieder einbaut. So, als Nächstes müsst ihr die Kabel abziehen. Das ist hier einfach nur ein Stecker, der hier drauf gesteckt ist. Den kann man einfach runterziehen. Und für den Fall, dass ihr eine Zentralverriegelung habt, dann ist hier noch der Massekabel von der Zentralverriegelung. Ja, den müsst ihr jetzt noch runterhebeln. Das ist einfach nur ein Kabelschuh, am besten, ja, wie sieht nicht mit dem Schraubenzieher oder so, wie Ecke, mit dem Schlüssel.
RS nicht, den danach wieder anzuschließen, weil ansonsten funktioniert danach eure Zentralverriegelung hinten nicht mehr. Wäre natürlich doof, wenn er das alle zusammenbaut die Heckverkleidung drauf macht und dann habt ihr den vergessen und dann müsst ihr das halt wieder auseinandernehmen, nur weil ihr den Kabel da nicht reingemacht habt. Ja, was als nächstes gemacht wird, ist die und die Schraube hier zu entfernen. Das ist jeweils eine Schraube mit einer Mutter. Die Mutter kommt immer von oben, die Schraube kommt von unten. Dadurch, dass hier die Gummi gelagert sind, gibt es keinen direkten Massekontakt zu diesem ganzen Gestänge. Und deshalb ist hier extra eine Masse quasi nach vorne gezogen. Das müsste der schwarze oder der braune hier sein, die sozusagen eine Masse ist, die von der Fahrzeugkarosserie bis hier durchgezogen wird zur Heckklappe. Und über den zieht sich dann, wie gesagt, die Zentralverriegelung nochmal ihrer Masse. Ja, jetzt das Abschrauben. Das sind 10er-Kopf, also sowohl bei der Schraube als auch bei der Mutter. Am besten mit einem Schraubenschlüssel und einer kleinen Ratsche arbeiten. Jetzt ist natürlich die Frage, welche man zuerst abmacht, die oder die. Ich würde vorschlagen, die hier zuerst abzumachen. Vor allem, wenn ihr die Befestigung hier vorne an dem Scheibenwischer selbst schon abgemacht habt. Weil dann liegt quasi das komplette Gestänge hier auf dem oberen Teil der Klappe. Und dann, wenn man den abmacht, fällt das Ganze dann am Ende einfach raus. So, das ist die. Hier ist eine relativ fette Unterlegscheibe hinten, eine dünne vorne. Wie ihr sagt, macht euch wieder ein Foto. Und dann liegt hier oben irgendwo noch meine Mutter drin, die dazu gehört. Die suche ich gleich noch. So, und jetzt quasi hängt der vordere Teil, hängt jetzt hier einfach schon so drin. Und jetzt einfach noch die zweite lösen. Dann fällt er hier schon langsam runter. VW hat hier Schraubensicherung blau hier ran gemacht, also die mittelfeste. Ja, kann man machen. Muss man nicht, aber wenn man es hat, warum nicht? Jetzt kann man das Ganze fast rausnehmen, also man muss das hier nur so rausdrehen. Und natürlich vorher noch, das hätte man auch schon vorher machen können, den Schlauch von der Waschanlage abzumachen. Also wo das Waschwasser kommt. Ach ja, und wie wir sehen, auch noch vergessen, der Kabel von der Zentralverriegelung ist hier an so einem kleinen Clip dran. Den muss man auch noch abmachen. Und das war's. Schon hat man das Ding in der Hand. Wenn ihr nur den Motor tauscht, das ist jetzt an der Stelle wichtig, sich die Position zu markieren, in der dieser Wischerarm hier ist. Weil der Motor weiß zwar, wo die Grundstellung ist, weil hier intern in dem Getriebe ein Kontakt ist, der immer sagt, wenn der Motor auf Grundstellung ist. Das heißt, hier muss man nichts justieren. Es spielt quasi keine Rolle, an welcher Stelle der Motor ist, wenn man den ab- und anschraubt. Aber wichtig ist, dass die Grundstellung von dem Arm hier stimmt. Genau, dass man sich die markiert. Also wenn der Scheibenwischer unten an der Scheibe ist, dann quasi erst anfangen auszubauen. Und dann halt richtig hier markieren, damit ihr das dann danach wieder so zusammenbaut, wie es dann auch eigentlich sein muss. So, als nächstes muss das Ganze in den Schraubstock, also günstigerweise in den Schraubstock, hier an dem Arm das festzumachen, das finde ich ist am günstigsten, weil man mit der Mechanik sonst nicht in Berührung kommt und hier eigentlich auch ganz gut greifen kann. So, man muss diese Schraube hier abmachen, die Schraube von der Mechanik. Wie gesagt, jetzt markieren, in welcher Position der hier steht. Bei mir steht er falsch. So, und dann muss man den hier irgendwie abhebeln. Da gibt es nicht so wirklich einen Königsweg dafür. Es gibt so Abhebeltools, aber naja, sozusagen hier, ich habe da jetzt gesehen, wie ich es gemacht habe, mit einem gekröpften 10er-Schlüssel und dann kommt der hier runter. Ja, so, dann ist die Mechanik hier frei. Und dann muss man jetzt die 13er Schrauben hier raus machen. Kann man meiner Meinung nach relativ entspannt auch mit einem Schlagschrauber machen. Und bei der dritten den Motor natürlich festhalten. Ja, wenn ihr jetzt den Golf 2 Motor habt, dann, ja, dann könnt ihr das hier dran halten und dann seht ihr schon, dass das identisch ist. Der Golf 2 Motor, den kann man nochmal daran erkennen, dass hier so ein komischer Aufkleber ist, wo drauf steht, nahenstört. Das hat der T4 aus irgendeinem Grund nicht, aber ansonsten passt das sozusagen alles wie Arsch auf Eimer. Völlig identische Geräte. Interessanterweise hier ist eine Teilenummer drauf. Auf dem Golf-Teil, auf dem T4-Teil ist hier zwar so ein Aufkleber, aber der stimmt nicht mit dem überein. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum die Leute den Motor nicht finden. Und diese Golf 2 Motoren, die sind halt deutlich häufiger als die T4-Motoren gebraucht zu finden. Wie gesagt, ansonsten ist das Ding völlig identisch und kann jetzt quasi einfach wieder eingeschraubt werden.
von dem Motor vom Golf 2 ist ein bisschen straffer, aber es ist trotzdem die gleiche Schraubengröße. Ich weiß nicht, warum sich die T4-Schrauben leichter drin drehen lassen als die vom als jetzt in den Golfmotor, aber das passt. Und wie man sieht, komme ich da auch komplett runter, auch mit einem normalen Schraubenschlüssel. Da brauchen wir jetzt keinen Schlagschrauber für. Mach's aber trotzdem damit. So, jetzt macht man den Kollegen hier einfach wieder drauf, in die richtige Position. Dann die Mutter drauf. So, das war jetzt der Teil mit dem Motor auswechseln. Das funktioniert allerdings nur, wenn der Teil hier nicht kaputt ist, der mechanische Teil. Und das werde ich jetzt mal nochmal extra auseinandernehmen, damit ihr mal seht, was das Problem ist. Weil normalerweise, also der Grund, warum dieser Heckscheibenwischer nicht funktioniert, ihr setzt dem Fall das Relais vorne, ist in Ordnung, aber das hört man ja mit dem Relais meistens und der Kabellage, wenn das klickt und der hinten sich aber nicht bewegt. Der Grund, warum der Motor normalerweise kaputt ist, ist, weil hier hinten, da direkt, wo der Scheibenwischer dran sitzt, da dringt Wasser ein, kommt in diesen Schaft hier rein, sozusagen, weil man den ja relativ selten benutzt, macht das komplett innen drin vergammelt und dann versucht der Motor, wenn man das nächste Mal ihn anmacht, sozusagen in die Stänge zu schieben, was intern komplett sozusagen festgegangen ist. Und dann gibt der Motor irgendwann auf, dann brennen hier hinten die Wicklungen durch oder die Kohlen jedem auf oder irgendwie was anderes in dem Motor geht dann intern kaputt, weil einfach der Widerstand zu groß ist, gegen den er anarbeiten muss regelmäßig. Also für den Fall, dass sich das hier nicht bewegt, ne? Also das hier ist ein, sozusagen, das sitzt ja hier normalerweise so drauf und so muss das aussehen. So, beziehungsweise in die andere Richtung, ja, wenn man das dreht. Und als ich den hier auseinandergebaut hatte, da hat sich hier überhaupt gar nichts bewegt, ja, muss sozusagen hier wirklich so hin und her gehen. Also hier kann man auf jeden Fall nochmal sehen, wie diese 360-Grad-Bewegung von dem Motor, weil der Motor dreht nicht hin und zurück, sondern er dreht sich immer nur in einer Richtung. Und hier mit der, und die Mechanik macht aus der 360-Grad-Bewegung eine 180-Grad hin und her Bewegung. Ja, naja, wie gesagt. Das muss man erstmal abbekommen, wenn das alles fest ist, ist das relativ, ja, dann ist es halt fest, ne? So, dann, das habt ihr ja schon ab, dann ist hier so, wieder so ein konischer Ring drauf. Abermals fotografiert euch, wie das ist, sozusagen, damit das beim Einbau dann da nicht zu irgendwelchen Problemen führt. Den hier irgendwie abmachen. Nur zur Sicherheit, das ist ein Kunststoffring, der kann relativ leicht zerbrechen. Dann ist hier, so ein Sprengring drauf. Den kann man, also sozusagen, muss man vorsichtig runterhebeln, dass er nicht zerbricht. Ansonsten kann man kicken, wo man einen neuen herbekommt, was eventuell zu einem Problem führen könnte. Also hier, so ein Sprengring ist da drauf. Ja, den sozusagen auch abmachen. Dann ist hier noch eine Unterlegscheibe. Das wahrscheinlich soll das alles dazu führen, dass die, dass da keine Feuchtigkeit an ihn dringt. Und dann, wenn das in Ordnung ist und sich alles bewegt, muss man das hier, hoppala, das vorher oben ausmachen. Das ist der, hier geht das Wischwasser durch. Also hier macht man den Schlauch ran und dann steckt man da drin. Geht auch nur auf eine Art und Weise drin. Und dann kann man den eigentlich simpel nach unten runterdrücken, wenn das, da muss man auf jeden Fall echt aufpassen, dass man sich dabei den das Gewinde und den Anschluss hier nicht kaputt macht, wenn man da versucht, eventuell mit einem Hammer drauf zu dröschen. Kann es halt passieren, dass man dann am Ende die Düse da nicht mehr drauf bekommt. Also sozusagen vorsichtig eine Mutter irgendwie oben drauf machen, dass das da nicht, wie gesagt, nicht ruiniert wird. Und dann kommt der hier raus, wenn er rauskommt, wie gesagt, das geht auch ganz schnell, dass das halt innen drin festgeht. Und da innen drin ist eine Hülse, da ist eine Kupfer- oder eine Messinghülse. Ich will die jetzt nicht beschädigen, deshalb hole ich die dann nicht raus. Die ist da sozusagen so Pressfit drin, also gerade so sozusagen passt die. Und sozusagen, das ist halt so eine Laufhülse, das macht man im Kfz-Bereich, macht man das relativ häufig. Hier ist übrigens nochmal eine Unterlegscheibe, die sitzt hier so drauf. Wie gesagt, immer schön Fotos machen. Also im Kfz-Bereich macht man das relativ häufig, dass man nur einen, dass man nur so eine Passhülse hat aus Messing, wo dann so eine quasi so geschmiert irgendwie so eine Welle irgendwie drin läuft. Und der Kupferring oder der Messingring, der hier drin war,
Der gammelt quasi hier an der Welle fest. Man sieht ja hier auch, dass der Rost hier irgendwie schön gearbeitet hat. Und dann kann sich das Ding insgesamt nicht mehr bewegen. Und ja, jetzt ist halt die Frage, wie bekommt man das hier rausgedrückt? Und da muss man dann irgendwie mit einem Schraubstock und einer Presse arbeiten. Ich kann euch ja mal zeigen, wie ich das gemacht habe. So, also so habe ich das gemacht. Bei mir ist das jetzt relativ gängig, deshalb war es ein bisschen schwer, den das hier überhaupt so hinzubekommen. Also erstmal das Gewinde oben mit zwei Muttern schützen. Und dann halt hier einfach nur zwei Schrauben sozusagen so auf diese Platte gemacht, dass wenn ich jetzt an dem Schraubstock drehe und den zusammenpresse, dann schiebt es halt den Schaft raus. Also da ist jetzt hier hinterm Schaft ist ja noch Platz. Ne, umso länger die Schrauben sind, die man dahin macht, umso weiter kann man das schieben. Aber weiter als sozusagen bis zum Ende von der Mutter kann man das sowieso nicht schieben. Also wenn die Mutter quasi den Schaft erreicht hat, dann ist es eh vorbei. Oh, jetzt fällt es hier schon wieder auseinander, weil wie gesagt, bei mir ist das jetzt leichtgängig. Also wenn man das quasi rin macht, kann ja die Mutter sozusagen hier kann sie ja nicht weiter und dann macht man nur noch eh eine Mutter und dann aber spätestens ist dann da Schluss. Und naja, irgendwie mit viel WD-40 beziehungsweise Rostlöser und dann hin und her wiggeln, wackeln, dann kriegt man das quasi dann am Ende auch ab. Und ja, naja, und dann muss man halt den ganzen Rost und Schmuh und Scheiß, der da drin ist, entfernen. Und da an die Hülse da abbekommen. Also bei mir war dann die Hülse noch auf dem Schaft drauf. Die habe ich dann, um die abzubekommen, warm gemacht und dann auch mit einem Maulschlüssel, gebrochenem 10er Maulschlüssel, vorsichtig runtergekloppt. Ja, wie gesagt, alles richtig schön sauber machen, danach einfetten und dann in umgekehrter Reihenfolge wieder alle zusammenstecken. So, und hier nochmal, wie das fertig zusammengebaut aussehen sollte. Also offenbar ist die Grundeinstellung, wenn der untere Teil hier mit dem oberen fluchtet, ja, ist ein bisschen schwierig hier an die Mutter ranzukommen, aber grundsätzlich geht es. Ja, naja, jetzt ist das wieder alles hergestellt. Jetzt geht es ans Einbauen. Ja, macht vorm Einbau am besten nochmal einen Test, ob alles funktioniert. Also einfach an den Kabel dranhängen, da so ein bisschen befestigen und dann den Heckscheibenwischer einschalten und kicken, ob er sich auch wirklich dreht. Ja. Aber sieht gut aus, kommt immer wieder auf die gleiche Position zurück und dreht, wie gesagt, erst nach rechts und dann nach links. So, hier ist das Ding. Das muss von hinten mit dem langen Teil hier so durchgesteckt werden. Und Stöpsel klickt dann da ein. Hier kommt der Schlauch dran. So, und zusammenbauen umgekehrter Reihenfolge. So, es sind schon mal zwei Schrauben fest. Ich empfehle, die nicht komplett anzuziehen, sondern erstmal alle Schrauben so lose anzuziehen, dass alles ungefähr auf Position ist, bevor man das komplett anzieht, damit da nicht irgendwas verkanten tut. Und schon wieder drin. Kontrollierender Blick. Alles angeschlossen. Wie gesagt, noch nicht festgemacht. Denn jetzt kommt der Teil, wo man den Kollegen hier festschraubt. Kommt als erstes der Abstandshalter drauf, ne? Wo wir Original war. Die breiteste Seite kommt in dem Fall nach unten. Dann wieder Mutter drauf. Und mit dem 22er Schlüssel festziehen. Und das kann man jetzt tatsächlich festziehen. Also nach fest kommt locker, ne? Das fühlt sich gut an. Jetzt kommt der Arm hier. Und der Arm, der kennt eigentlich nur auf und zu. Aber man kann den so ein bisschen in Position zwingen. Dann kann man ihn hier so drauf schieben. Das ist ja so eine konische Aufnahme. Dann kommt direkt die Mutter drauf. Könnte ich natürlich den Fehler gemacht haben, das hier zu weit das in der falschen Position angebracht zu haben, aber das werde ich gleich sehen. So, jetzt den hier wieder reinstecken, der geht auch nur in einer Position rein, weil der hier so eine Flucht an der Seite hat. Da drauf. Jetzt macht man hier die Klappe an. Ja, jetzt werde ich mal ausprobieren, ob das Ganze schon funktioniert. Wie man sieht, funktioniert das 1A, kommt auch genau auf die Position zurück, wo er hin soll und ja, besser geht's nicht. Jetzt die beiden Schrauben hier noch festziehen. Und das war's. Alles zusammengestöpselt, alle Schläuche dran, alles funktioniert wieder. Ich hoffe, das Video war hilfreich für euch. Also ich glaube, noch detaillierter kann man das ja nicht machen, wie man das auseinandernimmt. Man kann allerdings so ja den Motor reparieren und so ja noch günstiger. Das zeige ich eventuell später. Ich hoffe, das Video war hilfreich. Ich mache einen Link zu dem passenden T4-Wiki-Artikel unten in die Beschreibung. Auch einen Suchauftragartikel von eBay
damit ihr diesen Golf 2 Motor findet. Wie gesagt, der kostet momentan, geht der ungefähr für 30 Euro, während der diese die Heckscheibengeschichte für einen T4 irgendwie immer so bei 80 Euro liegt. Vielleicht wird das irgendwann mal nachproduziert werden. Das fängt ja langsam an, dass die Hersteller die T4-Teile nachproduzieren, also so Third-Party-Hersteller. Aber momentan ist der, ich gibt's den noch nicht. Solange auf den Golf 2 Motor zurückgreifen, wenn es billig sein soll. Und ja, lasst ein Abo da, würde mich riesig freuen. Klickt auf den Link, dann kriegt ein bisschen Geld. Schenkt mir bei PayPal, spendiert mir gerne einen Kaffee. Ein Kaffee. Abonniert den Kanal und ja, wenn ihr Fragen habt, einfach kommentieren. Und viel Spaß im nächsten Video.